Genau, und eine Methode ist eben das Hypnotisieren und darüber möchte ich jetzt reden, rede ich jetzt mit Thomas Krause. Schönen guten Abend, schön, dass Sie da sind. Schönen guten Abend. Sie sind Hypnotiseur von Charisma Care. Genau. Was ist Charisma Care? Charisma Care ist meine Firma, die also das Charisma eines jeden verbessert, wenn er dann zu mir kommt. Und das kann ja auch zum Beispiel beim Rauchen anfangen. Mhm. Das wäre schon ein erster kleiner Schritt. Und da komme ich jetzt zu Ihnen und darf mir erstmal eine anzünden. Sie dürfen sich mehrere anzünden, also so viele Sie wollen. Es gab also mal einen schlimmen Fall, da habe ich also einen ganzen Raum voll mit Zigarettenstangen aufgetürmt. Also ich habe Zigarettenstangen aufgetürmt und dann einen Eimer dahingestellt und habe gesagt, so, jetzt fängst du an. Und dann war es schon vorbei, dann wollte er gar nicht mehr rauchen, dann habe ich ihn hypnotisiert und hat er aufgehört zu rauchen. Wie stelle ich mir das jetzt vor? Also Sie hypnotisieren mich da jetzt, ich falle dann in irgendeine Trance und wenn ich wieder wach werde, bin ich Nichtraucher? Sie fallen in Tieftrance und dann arbeiten wir gemeinsam mit Ihrem Unterbewusstsein. Ihr Unterbewusstsein ist ja Ihr guter Freund, das weiß ja, was für Sie richtig ist. Und dann flüstere ich dem Unterbewusstsein ein paar Sachen ein, die sehr positiv sind. Und auf einmal entdecken Sie dann danach, wenn Sie dann wieder wach sind, ganz von alleine, wow, ich könnte ja eigentlich mit dem Rauchen aufhören. Stimmt, dann kann ich viel besser atmen und dann geht es mir richtig gut. Was sind das für Menschen, die zu Ihnen kommen? Da ist alles dabei. Jetzt, um jetzt mal im Klischee zu bleiben, vom Bauarbeiter bis zum Minister ist schon alles bei mir gewesen. Minister ist jetzt interessant, welcher? Ja, also bitte, das ist kein Minister aus Deutschland gewesen. Also. Aber ich bin ja auch zum Schweigen verpflichtet, Minister, ja, darf ich sagen. Aber ansonsten halte ich natürlich die Namen meiner Klienten geheim. Ex-Models sind bei mir gewesen, die nicht zur Ruhe kamen und die ein bisschen aufgeregt waren und auch die sind jetzt wieder in Trance. Wie ist da so die Chance, dass es wirklich funktioniert? Unterschiedlich. Es gibt Leute, die wollen sich beweisen, dass es partout auch mit der Hypnose nicht klappt. Mhm. Die schicke ich gleich wieder nach Hause, die reagieren dann manchmal etwas unverständlich. Aber die wollen, also von 10 Leuten, die zu mir kommen, hören dann ca. 7 bis 8 auf zu rauchen im Schnitt. Also da erfahren Sie dann auch manchmal, ich sag mal ein Jahr später oder so, haben Sie mal so Studien gemacht? Das längste sind 3 Monate. Also nach 3 Monaten hat mich dann mal jemand angerufen, hat dann gesagt, Herr Krause, ich habe da gar nicht mehr geglaubt, ich habe jetzt einfach und das war von einem Tag auf den anderen. Manchmal können es die Leute ja auch von alleine, du brauchst keine Hypnose, du brauchst keine Akupunktur. Es funktioniert manchmal, also manche hören nach der ersten Sitzung auf, manche nach der dritten, manche brauchen noch eine vierte und bei manchen eben 3 Monate. Das ist so das Längste, was ich jetzt hatte. Haben Sie schon mal geraucht? Ich habe Zigarre und Pfeife geraucht, aber richtig inhalieren, da war ich an. Zigarre und Pfeife inhalieren wäre auch ziemlich unangenehm. Ganz genau. Aber ansonsten zur Zigarette inhalieren war ich anscheinend in der Jugend so doof, obwohl ich es sehr cool fand. Es hat aber nie funktioniert und anscheinend scheine ich dafür dann besonders prädestiniert, andere Leute anzuleiten, wie es ganz einfach ist, mit dem Rauchen aufzuhören. Was ich mir immer denke, ist es nicht wirklich einfach nur eine Frage des Willens? Also wenn ich nicht rauchen will, dann tue ich es nicht. Warum brauche ich da diese Hypnose? Bei mir war eine Managerin, die hatte früher 300 Leute unter sich, die war dann in Rente und sagt, Herr Krause, ich kann alles, ich habe die Leute mit der Peitsche und habe da gemacht und getan, aber ich kann mit dem Rauchen nicht aufhören. Die brauchen dann mich. Die brauchen dann Sie, aber Sie machen es ja nicht nur aus Menschenfreundlichkeit. Nein, selbstverständlich. Es kostet auch ein bisschen was. Selbstverständlich ist es Teil meines Geschäftes. Mhm. Ansonsten halt. Also für Leute, die es wollen, was kostet es? 325 Euro, 3 Sitzungen und danach sind Sie in der Regel, wenn Sie dann wollen, rauchfrei. Da müsste man jetzt mal nachrechnen, wie lange man rauchen müsste, um die 325 Euro, 325 Euro zu sparen. Wie viele Leute haben Sie schon auf diese Art glücklich gemacht, zu Nichtrauchern? Also insgesamt weiß ich jetzt eine Zahl, ich habe ungefähr im Jahr 150 bis 250 Einzelsitzungen, nicht alle mit Hypnose, da gibt es ja auch andere Sachen, da gibt es das Nägelkauen oder da gibt es dann auch das Wunschgewicht, also so, das ist um den Dreh, also ich führe da jetzt keine genaue Statistik. Aber Sie haben noch keine Drohbriefe von der Tabakindustrie bekommen? Noch nicht, obwohl, also ich gucke jeden Abend vorm Schlafengehen in das Bett und schaue dann mal, ob da nicht doch jemand sitzt. Mhm. Wie sinnvoll ist das überhaupt? Also wenn jetzt jemand sagt, okay, ich will es mir eigentlich alleine abgewöhnen und probiere es mal, sollte der das machen oder sollte der gleich zu Ihnen kommen? Schicke ich sofort nach Hause. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, naja, ich weiß nicht, also ich glaube ja nicht daran, also wer sich beweisen will, dass es mit Hypnose nicht funktioniert. Oder auch, Sie haben mir erzählt, so Leute, die geschickt werden, ja, die nehmen Sie auch nicht? Auch nicht, nein. Also von der Mutter oder vom Vater oder vom Mann, von der Frau, vom Arzt, die schicke ich wieder nach Hause, das hat dann keinen Wert. Für mich sind die Leute, die sagen, bitte Herr Krause, was kann ich tun? Und dann geht der Also man muss schon selbst wirklich irgendwie den Entschluss gefasst haben. Nun ist das ja eine Sache, die durchaus die Gesundheit befördert.
Könnte man ja denken, ist so eine Therapie, die die Krankenkasse zahlt. Therapie nicht, ich bin kein Therapeut, ich bin auch kein Mediziner, ich bin irgendwo zwischen Schulhypnose und Medizinern. Zu mir kommen Leute, denen geht schon gut, jetzt mit dem Rauchen vielleicht nicht so gut, aber deshalb darf ich ja auch keine Heilaussagen machen, brauche ich auch nicht, weil dafür haben wir die Mediziner. Also Krankenkasse zahlt es nicht. Krankenkasse zahlt es nicht. Genau. Schade eigentlich, das wäre noch was, sollten Sie vielleicht mal drum kämpfen. Die Lobby ist groß, ja. Wir machen jetzt lieber schnell Schluss, bevor Sie mich noch hypnotisieren hier. Sie sind schon mittendrin. Und ich habe es noch nicht gemerkt. Ja. Nacht. Thomas Krause, danke Ihnen herzlich. Gerne. Ja, wenn Sie also mögen, schauen Sie auf unsere Internetseite, dann können Sie sich bei ihm anmelden, wenn Sie keine Lust mehr haben zu rauchen. Und hier gibt es jetzt Weltnachrichten.